Sehr geehrte Gäste, Entschuldigung, wenn ich Ihre angeregten Gespräche unterbreche. Ich freue mich, Sie ganz herzlich begrüßen zu dürfen im Namen der parlamentarischen Gruppe Digitale Nachhaltigkeit. Wir haben soeben über die EID abgestimmt im Rat und das Thema passt jetzt wunderbar dann auch als Fortsetzung zu unserem heutigen Thema. Was wäre ein Wahlkampf ohne digitale Themen? Muss ich zukünftig nicht mehr auf dem Bahnhof stehen und morgens Schöckeli oder Gipfeli verteilen? Reicht es, wenn ich überall in den Social Medias präsent bin? Muss ich endlich mal mein Instagram-Profil aufsetzen? Solche Themen werden wir heute mit Fachleuten diskutieren und ich freue mich sehr anschließend dann auf die spannenden Referate. Fantastisch, dass über 70 Personen hier sind. Ich glaube, das ist ein neuer Rekord. Diesen Rekord haben wir auch unserer stellvertretenden interimistischen Geschäftsführerin Carol Gauch, wo bist du, zu verdanken. Sie hat riesig die Werbetrommel gerührt und ich freue mich sehr, dass Sie heute alle bei uns sind. Bitte gestatten Sie mir zuerst noch ganz kurz für diejenigen, die unsere parlamentarischen Gruppe noch nicht kennen, diese kurz vorzustellen. Entschuldigen muss ich unseren Co-Präsidenten Franz Grütter. Im ersten Teil der Einladung war er noch aufgeführt als Begrüßer. Er musste aber kurzfristig einen anderen Termin wahrnehmen als Referent und er lässt Sie alle ganz herzlich grüßen. Unser Kernteam setzt sich zusammen aus Personen aus den verschiedensten Fraktionen. Sie sehen hier auch Balthasar Glättli, Rosmarie Quadranti, Kathi Ricklin, sie ist auch bei uns, Christian Wasserfallen, Thomas Weibel und Nick Gutger. Wir sind also parteipolitisch sehr breit aufgestellt und ich freue mich riesig, dass wir unterdessen auch für die Bundesverwaltung, für externe Firmen als Anlaufstelle für die IT-Themen im Parlament gelten. Ich danke ganz herzlich unseren Partnern und Trägern. Ohne sie wäre der heutige Abend nicht möglich. Ganz, ganz herzlichen Dank, dass Sie uns unterstützen. Und wie Sie sehen, sind wir transparent. Bei uns sind die Trägerinnen und Träger alle auch auf der Homepage aufgeführt. PALDIGI, was macht dann PALDIGI, außer so tolle Dinners wie heute Abend mit Ihnen verbringen zu dürfen? Gegründet wurden wir aus der ganzen Open-Source-Thematik, Open Standards, Open Government Data, Open Access, Open Content und Open Internet sind ganz zentrale Themen. Und heute haben wir einen Vorstoß, eine Motion eingereicht, unterschrieben von allen PALDIGI-Kernteam-Mitgliedern zum Thema Open Government Data. Wir sind der Ansicht, es braucht jetzt eine gesetzliche Grundlage, damit eben die nicht personenbezogenen Daten der Bundesverwaltung öffentlich zugänglich sind und ihren volkswirtschaftlichen Nutzen auch entfalten können. Nun übergebe ich das Wort Herrn Professor Dr. Fabrizio Gilardi. Ich freue mich sehr, dass Sie bei uns sind. Er ist Professor am Institut für Politikwissenschaft der Universität Zürich und Mitbegründer des Digital Democracy Labs. Herr Gilardi, Sie haben das Wort.